Folgt mir das Trägerschiff und das U-Boot. Beide würde ich aufstufen. Du wirst eh untergehen. Ah, dich auch. Ach, 70 Schaden, okay. Kann wenig dauern. Wer stört? Okay. Okay. Wir kommen. Ich gehe vor. Kommt, dann. Okay. Versenkt das Schiff. Ohne Trägerschiffchen. Wobei, mit dem Trägerschiff, da ich das jetzt zerstört habe, können die mich, glaube ich, mal gar nicht mehr angreifen. Und wie kommen die da durch? Außer die hätten sich da durchgeschossen, aber was sie nicht getan haben. Hey, wo erwartet ihr? Mobiler Schütze bereit! Meinem Tempel Schaden zu machen. Natürlich! Ah, oh, die haben da zwei Trägerschiffe. Macht euch bereit. Nächste Aufgabe. Volle Kanne rein. Was für ein Spaß. Und los. Und los. Macht euch bereit. Nächste Aufgabe. Platz da. Okay. Das bedeutet Gipfstand. Klick, klack. Was ist zu tun? Hört sich gut an. Blick schnell. Nächste Aufgabe. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Rock'n'Roll! Und los! Nächste Aufgabe. Platz da! Was geht? Nein, nicht mein Arbeitsmammut. Jawohl! Okay. Was geht? Rette das Arbeitsmammut. So, Tarsalaf bauen hier schon mal so einen Stein mit. Arbeitsmammut wird geheilt. Und anschließend nach unten.
bereit. Okay, das läuft besser als zuvor. Arbeit ist bereit. Geht's los? Mag man das Executor nicht? Was gibt's zu tun? Hey, worauf wartet ihr? Na, alles klar? Ich will kämpfen. Hey, worauf wartet ihr? Hier, Thief, seid Schuhe. Na, alles klar? Geht mir auf den Sack. Na, alles klar. Und auf den Keks. Okay. Und auf was man sonst alles sonst noch gehen könnte. Und ja, mir fällt gerade wirklich nichts Besseres ein. Schäme mich dafür. Nein, eigentlich nicht. Kundschaft dabei. Wobei, ich sollte mal wirklich... Was ich machen muss, ich muss diese Dingsboote von denen, von der Seas Gefängnisinsel zerstören. Weil die können jetzt keine Luftkissenboote mehr machen. Nächste Aufgabe. Weil ich ja deren Dings zerstört habe, deren Trägerschiff, weil das sind ja deren Häfen. Sehr gut. Testmarke sehr gut. Was gibt's? Gibt's Arbeit? Geh noch zum Arbeitsmammut und helft da mal. Macht euch bereit. Schafft es nämlich mal sonst nie. Ja. Lauf! Lauf! Bei nein, so. Lauf! Drachenboot nachgestellt! Kein Problem! Ich habe eine Idee. Blitzschnell! Drachenboot nachgestellt! Was gibt? Ah, der Turm sieht schon ein bisschen zerfleddert aus. Wobei, was heißt ja ein bisschen? Hey, worauf warten wir? Schon sehr zerfleddert. Aber ja. Das ist auch nicht da. Extra für dich. Boom, baby. Aber sie kommen wenigstens weniger. Hätten sie beachtet, dass ich hier meine beste Einheit gegen den Executor nicht dabei habe. Ich will kämpfen. Geile, setz das Mann. Hey, worauf wartet ihr? Endlich Action! Auf dem Weg. Platz da. Ich habe einen.
Lengo ist Arbeitsmammut zu unfähig zu arbeiten. Auftrag! Was? Stets bereit. Dein Wunsch? Nein, ich würde jetzt keinen Titan machen. Pfeile gespitzt. Pfeile gespitzt. Ich habe die jetzt nur gelöscht, damit ich noch ein paar Armbrustschützen machen kann. Nächste Aufgabe. Hier. Was gibt's? Hier. Spannt die Armbrust. Ich will kämpfen. Ich gehe vor. Auftrag! Los geht's, Süße! Was für ein Spaß! Platz da! Was ist... Da habe ich jetzt absichtlich gelöscht, damit die nicht die Seas würden es eh zerstören, wenn sie da vorbeikommen. Das weiß ich. Entscheidung. So, hier, was habe ich denn da alles noch? Sektor 02. Oder 03. Oder 05. Oder 080. Oder Manuel Neuer. Ich habe eine Idee. Ja. Ich habe eine Idee. Wer weiß das schon? Vielleicht ist das gar kein Gefängnis, sondern einfach nur Manuel Neuer. Vielleicht guckt ihr gar kein Let's Play von mir, sondern was gibt's? Ein Fußballspiel von Manuel Neuer. Und vielleicht gehen mir diese Manuel Neuer Witze nicht einfach auf die, nicht auf die Nerven. Einfach weil es Manuel Neuer ist. Denn Manuel Neuer macht euch bereit. Wird niemals alt. Das Ding ist... Denn egal wie alt du bist, Manuel ist Neuer. Oh ne, egal wie neu du bist. Manuel ist Neuer. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme, wenn ich da mal so rumrotze. Ich hab extra mein Headset immer weg. Wenn ich sowas tue. Kann ich helfen? Oh ne, Minikanone. Kein Problem. Kein Problem. Sicher. Feuer frei. Ja. Vorsicht, Baumstamm. Hey, worauf wartet ihr? Kommt! Seine sind gespannt! Sicher! Feuer frei! Geht's los? Okay. Sicher! Sicher! Feuer frei! Alles ist vergänglich. Auf dem Weg! Was? Ich will kämpfen. Nächste Aufgabe. Hey, worauf wartet ihr? Macht euch bereit. Platz da. Kein Problem. Feuer frei.
Rüstung und so. Ja. Ihr seid hier also fertig. Ich habe euch aber nicht erlaubt, schon fertig zu sein. Gibt's Arbeit? Ja, was schießt denn da? Immer so ein Tatatatatatat. Tatatatat. Ach, der Turm schießt aber jetzt, okay. Hey, worauf wartet ihr? Und los! Worauf wartet ihr? Egal wie voll du bist, Rudi ist Quäller. Es ist eine Idee. Der Kraft der Natur. Ja. Das Ding ist tot. Was für ein Spaß! Yippie! Ja! Was für ein Spaß! Ich gehe vor. Was? Ich will kämpfen. Macht euch bereit. Was gibt's? Gibt's Arbeit? Geht's los? Kommt! Sie dürfen nicht entkommen. Ruhig. Ich will kämpfen. Ausgezeichnet! Das erleichtert uns den Angriff erheblich. Die befreiten Gefangenen werden Ihnen helfen, die Schießbasis anzugreifen. Okay. Sie sammeln sich an einem Punkt in der Nähe des Haupttors. Super. Dort können Sie die Einheiten abholen, wenn Sie die Basis angreifen wollen. Das ist super. Macht euch bereit. Wenn die mir helfen. Sofern sie mir eine Hilfe überhaupt sind. Aber die machen 5 Schaden an möglichen Gebäuden. Sonst war es immer so, dass irgendwie die Arbeiter in den meisten Spielen einfach mal so viel Schaden an Gebäuden gemacht haben, dass es wirklich auf keine Kuhhaut ging. Auf keine Kuhunde. Kuhunde. Munde Kuhhaut. Genau, eine Kuhunde Mundhaut. Unterwegs. Okay. Platz da. Weil ich dir jetzt hier hinstellen werde. Aber dass hier das Scheiß nichts die nicht angreift. Aber ich würde sagen, ich speichere jetzt mal und werde dann
morgen weitermachen. Weil speichere ich nochmal, gehe zurück ins Hauptmenü. Spiel aufgeben. Zurück zum Hauptmenü. Also Leute, dann würde ich sagen, bis morgen. Und natürlich bewertet jetzt die Parts, je nachdem wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da und natürlich Sunrose, Praise the Sun, yo, und bis zum nächsten Mal.